Begeben Sie sich morgen auf eine musikalische Reise und tauchen Sie in die Welt von Oper und Musik ein. Prokofjews Peter und der Wolf ist das wohl bekannteste Orchesterwerk, das junge Zuhörer an klassische Musik heranführen soll. Das Stück ist eine Adaption des gleichnamigen Films von Thomas Vinterberg aus dem Jahr 1997. Der Film war sein großer Durchbruch als Drehbuchautor und Regisseur. Für den Film bekam er 1998 den Jurypreis auf dem Filmfestspielen in Cannes. Der Politiker hat in einer Eilhandlung eigenmächtig den Vertrag mit der FNBW gekündigt. Damit wäre die Stadt Ende des Jahres aus dem Vertrag raus. Laut einer aktuellen Pressemitteilung will Steininger so Schaden von der Stadt abwenden. Passauer Pegelstände. Das könnte jetzt eine Übersichtstabelle aller Wasserhöhen, die es je in der Stadtgeschichte gab, sein. Ist es aber nicht. So heißt einfach das neuere Programm von Kabarettist Manfred Kempinger. Passauer Pegelstände widmet er seiner Heimatstadt, indem er seine selbst kreierten städtischen Bühnenhelden auftreten lässt. Für 2 Tage steht das Thema Umweltschutz und die damit verbundenen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Chancen im Vordergrund. In 80 Fachforen diskutieren rund 400 Experten. Der Nationalpark überzeugt auf der Woche der Umwelt mit seinem Konzept der grenzenlosen Vielfalt. Dazu zählen auch 2 Asylbewerber, die herkunftsübergreifende Aktivitäten und Veranstaltungen mit der Bevölkerung im Bayerischen Wald vorstellen werden. Aus Grafenau, Renate Bauer für unser Radio. In vielen Kulturen gibt es Sagen und Legenden von ihnen, koboldhafte Zwerge, wuselnde Wichte und flinke, huschende Gnome. Bislang tat die Wissenschaft diese Wesen als Märchenstoff ab. Doch 2003 stoßen Forscher in Lingbua auf der subtropischen Insel Flores, die zu Indonesien gehört, in einer Höhle auf einen merkwürdigen Fund. In 6 Meter Tiefe liegt das Skelett eines sehr kleinen menschenartigen Wesens. Ein Kind, ein Lilliputaner, weder noch. Das erstaunliche Resultat der Laboruntersuchung: bei dem Winzling handelte es sich um einen gesunden Erwachsenen, der gerade einmal 1 Meter groß war. Gehörte dieser kleine Kerl etwa zu unserer Gattung des Homo sapiens oder ist es ein Abkömmling des Homo erectus? Das Wetter für heute Abend und heute Nacht. Zunächst weht noch starker bis stürmischer Westwind. Im Laufe der Nacht wird der Wind allmählich deutlich schwächer und es klart auf. Jetzt sag schon, wo hast du dieses Wahnsinnskleid her? London? No. Paris? No. Waldkirchen? Genau. Und das Beste, im Modehaus Garhammer ist jetzt Sommerschlussverkauf. Top-Mode, Marken und Trends sind jetzt bis zu 50% und mehr reduziert. Wie bitte? Ich muss weg. Nach Waldkirchen zu Garhammer. Warte, ich komm mit. Modehaus Garhammer. Mode und Menschen.